Herzlich willkommen zu diesem Video und vielen Dank fürs Einschalten. Ich erkläre euch heute die Brühgruppenreinigung und die Innenraumreinigung der De'Longhi Primadonna Class. Ja, zunächst möchte ich euch einmal Zubehör empfehlen, was die Reinigung erheblich erleichtert. Zum einen dieses Pflegeset der Marke Pibert mit einer Anleitung zum Wechseln der O-Ring-Dichtung, die hier auch in dem Pflegeset enthalten sind, mit Dichtfett und einer Reinigungsbürste zu dieser Brühgruppe, die im Gerät verbaut ist. Denn in dieser Brühgruppe befinden sich Dichtungen, die porös werden können und ich sage mal ungefähr einmal im Jahr getauscht werden sollten. Unter dem Video im Text findet ihr diese Produkte, also die Brühgruppe hier und dieses Pflegeset, findet ihr unten im Text im Link. Ja, zusätzlich zu diesen Dichtringen, dem Silikonfett und der Bürste ist auch eine Reinigungsbürste enthalten, diese kleine hier, für den Milchschlauch, welcher sich hier in der Milchkaraffe befindet. Da kann man den Milchschlauch von innen sehr gut mit reinigen. Und eine Dichtung für den Wassertank ist auch enthalten. Eine allgemeine Karte, wo man hier zu dem Blog Kaffee-Vollautomaten-Guide gelangt. Dort sind sehr viele Texte und Videos hinterlegt zum Thema Primadonna oder allgemein De'Longhi Kaffee-Vollautomaten reinigen und warten. Okay, zuallererst entfernen wir den Milchbehälter. Die Reinigung des Milchbehälters findet ihr auch an anderer Stelle. In dieser Serie Primadonna Class gibt es ein Video Milchsystem reinigen. Dort könnt ihr genau nachschauen, wie man dieses System reinigt. Ich entferne jetzt also den Milchbehälter. Okay, um die Brühgruppe entnehmen zu können, muss ich das Gerät ordnungsgemäß herunterfahren und ausschalten. Also auf gar keinen Fall den Stecker einfach ziehen, denn dann könnt ihr die Brühgruppe nicht entfernen, weil sie an einer Position sich im Gerät befindet, wo sie nicht entnommen werden kann. Also, das Gerät ist eingeschaltet, alles ist im Betriebsmodus. Ich kann jetzt theoretisch Kaffee zubereiten, das mache ich aber nicht. Drücke ich hier oben den Schalter, diesen hier, da drücke ich einmal rauf und fahre das Gerät runter. Jetzt hat sich das Gerät ordnungsgemäß heruntergefahren. Okay, zuallererst ziehe ich den Wassertank raus. Auch der Wassertank sollte regelmäßig gereinigt werden und zwar einmal die Woche bis alle zwei Wochen sollte das Wasser rausgenommen werden, auch der Wasserfilter und dann die Innenwände komplett mit, ja, zum Beispiel dieser Bürste, mit dieser langen Bürste komplett ausreinigen, ein Tuch auswischen, das verhindert quasi Algenbildung, Schimmelbildung und dergleichen. Hinter dem Wassertank befindet sich die Brüheinheit, die kann ich ganz einfach entnehmen. Hier steht Pull Open, das heißt hier einfach den Deckel zur Seite schieben. Jetzt sieht man auch, die Brühgruppe kann super entnommen werden. Wenn das Gerät jetzt eingeschaltet ist, ich den Wassertank entferne und dann die Klappe öffne, findet sich die Brühgruppe nämlich an ganz anderer Stelle im Gerät, nämlich die fährt nämlich auf und ab. Und dann kann ich sie nicht entnehmen. Jetzt kann ich einfach hier mit den Fingern die beiden roten Griffmulden schnappeln und rausziehen. Und kann ich jetzt einfach unter fließendem Wasser die Brühgruppe abspülen. Ich sollte auf jeden Fall, soll man kein Spülmittel nehmen, die auch auf gar keinen Fall in die Geschirrspülmaschine geben. Wenn ihr es denn doch mal gemacht habt, dann könnt ihr auch eine neue kaufen, die ich vorhin gezeigt habe. Die findet ihr unten im Link im Text. Kostet um die 35 Euro, ist also nicht so teuer. Ich kann jetzt mit diesem Stellrad, das kann ich einfach nach oben ziehen, kann ich hier den Innenraum wunderbar ausreinigen und das Ganze unter fließendem Wasser machen. Und das kann ich von allen Seiten mit dem Wasser machen, das ist also kein Problem. Die ist wasserfest von allen Seiten. Ich sollte sie dann nur danach kurz abtrocknen lassen. Also das werde ich jetzt einmal machen, die komplett unter fließendem Wasser reinigen und das Kaffeefett entfernen. Wichtig ist, wenn ich alles gereinigt habe, dass der Brühkopf wieder mit der Oberseite abschließt. Das heißt, ich muss jetzt hier diesen Hebel betätigen und muss ihn nach oben wieder drücken, sodass der andere nach unten kommt. Und schon ist die Brühgruppe wieder in dem Zustand, wo das Sieb oben abschließt mit der oberen Seite. Jetzt setze ich die Brühgruppe noch nicht wieder ein, denn ich möchte noch den Pulverschacht reinigen. Das ist auch laut De'Longhi erforderlich. Und zwar befindet sich auf der Oberseite dieser Pulverschachtdeckel. Den öffne ich dann einmal und dann gehe ich mit dieser Bürste hinein und bürste jetzt die Kaffeereste, die sich dort angesammelt haben. Also man sitzt hier schon in der Bürste, finden sich Kaffeepulverreste. Die bürste ich jetzt hier einfach aus dem Kanal raus.
und die fallen in die Topfschale und in den Testerbehälter. Auch dieser Innenraum kann wunderbar mit der Bürste gereinigt werden. Das ist jetzt hier nicht erforderlich, weil die noch relativ neu ist. Jetzt kann ich die Brühgruppe wieder einsetzen. Und zwar so, bis es Klick macht. Das ist ganz wichtig. Die muss richtig eingesetzt sein, sonst werdet ihr Probleme bekommen. Okay, den gesäuberten Wassertank bei der Gelegenheit, wie gesagt, einfach säubern. Macht Sinn. Von innen auswischen, ausbürsten, wieder einsetzen. Und auch empfehlenswert ist regelmäßige Erneuerung dieses Wasserfilters. Nämlich alle 2 Monate sollte der Filter gewechselt werden. Auch in einem separaten Video dieser Serie Primadonna Class erkläre ich euch, wie man den Wasserfilter einsetzt und im Gerät programmiert und auch einstellt. Und die Wasserhärte einstellen ist auch wichtig, damit die Entkalkungszyklen richtig angezeigt werden. Okay, das ist jetzt soweit eingesetzt. Das Gerät ist noch ausgeschaltet. Diese Bürste ist zum Beispiel aus Edelstahldraht und Nylonfasern. Die kann wunderbar in die Geschirrspülmaschine gegeben werden. Dann sieht sie wieder aus wie neu. Das gleiche auch mit dieser Bürste, ist das gleiche Material. Jetzt werde ich die Tropfschale rausziehen. Diesen Tresterbehälter kann man theoretisch in die Geschirrspülmaschine geben, würde ich aber niemals machen, weil diese Klavierlackoberfläche, diese lackierte Oberfläche ansonsten verblassen würde. Und im Vergleich zu der anderen Oberfläche, die auch komplett glänzend ist, würde hier ein blasser Fleck entstehen. Also immer nur mit einem ganz milden Reinigungsmittel waschen, am besten gar nicht, vielleicht ein bisschen Spülmittel verwenden und mehr auch nicht. Bisschen auswaschen, das war's schon. Hier befindet sich das Kaffeepulver, was sich in der Pulverschublade festgesetzt hat. Das kann jetzt hier einfach alles unter fließendem Wasser abgespült werden. Einfach das Tropfblech entfernen und auch hier kann man wunderbar unter fließendem Wasser mit der Reinigungsbürste und hier natürlich mit kann man mit Priel arbeiten auch. Ist gar kein Problem. Die Schale kann man rausnehmen. Und das Ganze dann mit einem feuchten Tuch abwischen und von Kaffeefett befreien. Auch immer sinnvoll ist, das Abtropfblech von beiden Seiten abzuwischen, weil auf der Unterseite sich auch gerne Kaffee ablagert. Ja, und wenn alles soweit gereinigt ist, dann kann das wieder ins Gerät eingesetzt werden. Die Oberflächen sollten mit einem sehr feinen Mikrofasertuch abgewischt werden, wo man jetzt zum Beispiel auch Bildschirmmonitore mit abwischt. Es würden sonst leicht Kratzer entstehen und da kann man ganz normal einen Glasreiniger verwenden. Ja, ansonsten muss man bei der Reinigung nichts weiter beachten. Diese Oberflächen hier wie Verbindungsstück, Kaffeeauslaufdüsen können einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Die Entkalkung auch wieder in einem anderen Video erklärt, dieser Serie. Ja, das war's soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Und zwar unten rechts in der Ecke. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.